Der gelbe Kaiser wanderte im Norden des Roten Flusses, bestieg einen Gipfel des Kunlun-Gebirges und blickte nach Süden. Als er umkehrte und zurückging, verlor er seine Zauberperle. Er schickte Weisheit, sie zu suchen, doch sie fand die Perle nicht. Er schickte Scharfblick, sie zu suchen, aber der fand sie auch nicht. Er schickte Redegewandtheit auf die Suche, doch auch sie blieb erfolglos. Daraufhin ließ er Selbstvergessenheit suchen und sie fand die Perle. Wie sonderbar, sagte der gelbe Kaiser, dass erst Selbstvergessenheit die Perle finden konnte.